Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30 in eure Fresse. Das ist der Pizza Ballermann Party Song. Ne, heute machen wir Burger Song für Ballermann, wa? Pizza war letztes Mal. Burger. Mann, Alter, jede Folge ein Hit, Alter. Was machen wir nächste Woche? Kohlrouladen-Hit. Darauf die Woche, was machen wir? Lass mich überlegen. Sujuk mit Eier, Ballermann-Hit. Ansage. Ihr kennt aus unseren Videos, die uns seit Tag 1 verfolgen, wissen, wie wir in der Vergangenheit gemästet worden sind von Lilly Burger. Und ja, wir haben seitdem, pflegen wir ein gutes Verhältnis zu Lilly Burger. Und die haben vor ein, zwei Tagen, auf jeden Fall in Charlottenburg neu eröffnet. Nicht mehr so ein Grillhaus, schön schickimicki, sondern ganz normaler Burgerladen. Wir sind hier genau in der Nähe von Schloss Charlottenburg, Schlossstraße 32. Und er hat ein paar neue Kreationen und er ist wild drauf zurzeit. Macht auch viel auf Social Media. Der gute King Zaza. Und ja, ich habe schon gemerkt, so in letzter Zeit, er ist in Angriffsstimmung. Er will es aufnehmen mit den Burger-Menschen. Wir checken heute ab. Hat ein paar neue Kreationen. Aber eins sage ich vorweg, ich lasse mich heute nicht messen. Das geht nicht. Fabi vielleicht, ja? Nee, ich auch nicht. Doch, Fabi, ja? Ja, aber wir werden so ein paar neue Sachen probieren. Wir wissen, dass er gut ist. Wir wissen, dass Lilly Grill Club, also wo wir immer da waren, auf jeden Fall abgeliefert hat. Und ja, wir werden abchecken. Ahlem, King Zaza. Habibi. Glückwunsch zu deinem 1000. Laden. Dankeschön, mein Bruder. Dankeschön. Wie kommt es jetzt, dass du einfach von diesem Grillclub-Ambiente auf Hood-Ambiente wieder gehst? Auf jeden Fall. Es ist mir eine Ehre, dass Big Baba da ist, bevor ich anfange zu reden. Er ist der beste Mann. Er ist mein Bruder. Und wir sind ein Team. Habibi. Aber er ist immer ehrlich, davon mal abgesehen. Er ist immer ehrlich. Er bewertet ehrlich. Wie bin ich dazu gekommen? Guck mal, 2013. Habe ich mit Lilly Burger begonnen in der Urbanstraße. Stimmt, das war der erste. Genau, das war der erste, war ein ganz kleiner Laden. Also ich kann mich erinnern, damals, wo du aufgemacht hast, Urbanstraße, und dann gab es noch einen beim Alex in der Nähe. Prenzlauer Berg, Friedrichshain. Da gab es richtig dieses Lilly Burger, überall Lilly Burger, genau, diese großen Burger, genau, diese Hype. Genau. Ja, der Hype ist immer noch da. Was heißt Hype? Wir sind jetzt, wir haben uns in der Burger-Szene... Aber ich meine, du warst schon mit der Lilly Burger am Start, bevor dieser Smash-Burger-Hype gekommen ist. Ja, natürlich. Ich bin sowieso Anti-Smash-Burger. Das weißt du echt? Auch. Ja. Ich mache auch Smash-Burger, aber jeder weiß, ich bin der Meatball-King. Das ist halt dieses amerikanische Steakhouse-Grill-Feeling-Style, so, weißt du? Halbblutig, durch, genau, hieß das. Garstufe auf jeden Fall. Ja. Da bin ich unangefochten... würde ich mal sagen, europaweit die Nummer 1, Deutschland sowieso, da kann keiner mithalten. Und ja, dieses Smashburger-Ding, so werden wir auch gleich drüber reden, weil du bist ja ein Fan davon. Da guck mal, ich bin ein riesen Fan von Smashburger, ja, weil das auch was Neues war. Danach, ich habe ja schon in der Folge gesagt, letztens hatte ich wieder einen normalen Burger. Ja. Einen ganz normalen Burger mit Tomate, Zwiebel, Eisberg. Und ich weiß nicht warum, der hat mir an dem Tag, weil ich den lange nicht mehr gegessen habe, richtig gefallen. Ich bin sehr lange dabei. Und qualitativ bin ich sowieso, guck mal, ich bin von mir überzeugt. Viele werden jetzt sagen, guck mal, wie groß er redet, bla bla. Das interessiert mich nicht. Weil ich weiß, ich bin der Beste auf dem, was ich mache, weißt du, oder wie ich es mache. Wir hatten die Filiale Obernstraße, wir hatten die Filiale am Friedrichshain, weißt du, am Prenzlauer Berg. Genau, Ergstraße. Ergstraße, dann kam Corona, dann haben wir die Filialen geschlossen, dann haben wir am Kudamm-Fasanstraße eröffnet, wieder ein Grillclub. Da war es schon größer. Da war es schon größer, aber das war genauso groß wie am Friedrichshain. Die Sache ist, warum bin ich back to the roots? Ich sag dir ganz ehrlich, so wie es ist, dieses alte Feeling habe ich wieder gebraucht. Ich habe dieses Oldschool, kennst du das so? Du sagst, okay, guck mal, ey, ich habe so viele Stationen durch, aber ich will dieses alte Feeling wieder. Wieder Stift in die Hand nehmen, an die Wand malen. Ich hab's erfunden, weißt du, was ich meine? Burger-Feeling, Haus, Techno-Musik mit Burger, mit angemalte Wände, dieses Nebeneinander-Sitzen auf Bänke, dieses Eingeengte, dieses... ich fühle mich gerade, als ob ich in einem Techno-Club bin, aber ich bin in einem Burgerladen, aber es ist irgendwie auch wieder so, als ob ich in so einer Hütte bin, so dieses ganze Ding, weißt du, was ich meine, wollte ich wieder haben, so, weißt du, was ich meine, wieder vereinen. Weil viele, viele Gäste, sage ich so, wie es ist, haben gesagt, guck mal, ey, wir wollen diesen alten Vibe wieder, weißt du? Und dieser Laden hat mich gecatcht und ich habe gesagt, guck mal, ganz ehrlich, ich sage so, wie es ist, der erste, den ich hier eingeladen habe, ist Big Baba, weil, guck mal,
erst von Anfang an, von Tag 1, hat er Lilly Burger supportet. Und ich habe großen Erfolg, aber ich sag euch so, wie es ist. Er ist ein Bruder und er ist immer ehrlich. Er hat auch viele Kritik. Guck mal, es ist nicht so, dass ich immer sage, ich kann es am besten. Für mich bin ich der Beste. Er hat ab und zu auch seine Kritikpunkte gesagt. Wir haben uns verbessert. Wir haben intern halt hinter der Kamera geredet. Und ey, er hat immer gesagt 10 von 10. Weißt du, was ich meine? Weil, aber da, guck mal, wo wir gedreht haben, bei dir war es uns, wie gesagt, das war schon Weltklasse. Nein, aber guck mal, die Sache ist, viele denken, guck mal, die haben früher Musik gemacht, die kennen sich von früher, er gibt den Props, nein, ich will es ja den... Guck mal, die Gäste, die hierher kommen, gestern war einer da, er sagt, ich bin nur wegen Big Baba gekommen, gerade noch gestern. Es sind sehr viele wegen dir gekommen, aber die haben auch immer gesagt, ey, Big Baba sagt die Wahrheit, es ist von Berlin, sagen jetzt nur von Berlin, Berlin ist Nummer 1, unangefochten. Von 1000 sagen vielleicht 10, es schmeckt nicht, aber das ist, weißt du, die haben Geschmacksverkalkungen, weißt du, was ich meine? Die haben ihr ganzes Leben lang bei McDonald's oder Burger King gegessen und dann kommen sie auf einmal zu uns und essen so ein Dry Age Black Angus Steak, weißt du, was ich meine, was wir zum Burger wollten und es ist halt zu krass für sie, weißt du? Nicht jeder kann auch Ferrari oder Porsche fahren oder Lambo, weißt du? So, der Meister ist in der Küche. Fleisch erhöht, ich wollte euch das Fleisch zeigen. Aber, sonst gibt es nichts irgendwie neu oder irgendwas? Wir haben tatsächlich Melt-Burger, mit Toast. Ja. Mit Toast. Wir haben Smash-Burger wegen dir reingenommen, wegen dir. Muss, Single, Double und Triple. Wir haben Nashville-Chicken haben wir reingenommen. Echt? Ja, wir haben schon ein bisschen auf. Wir haben die Karte kleiner gemacht und nur sehr, sehr gängige Sachen, also genau die Spezialitäten mit reingenommen. Wirklich? Ich würde sagen Nashville Chicken. Nashville Chicken und ein Cheeseburger fertig. Aber Cheeseburger normal oder diese Toast? Toast. Haben wir noch nicht gehabt hier. Okay. Genau, also Toast, Mac and Cheese, Rippchen. Rippchen macht er ja. Und dieses Nashville Chicken. Nashville Chicken, genau. Das reicht schon. Und was mit Meatball? Darf ich euch noch ein Meatball machen? Weil ich, ja. Ich habe ja auf TikTok hart geschossen, ich habe ein Video rausgebracht, veröffentlicht besser gesagt, wo ich hart gegen Smashburger-Läden schieße. Warum? Ich habe sehr, sehr viel Hate und Ansturm gegen mich bekommen, weil, ich erkläre es jetzt noch einmal, ich habe nichts gegen Smashburger und auch nicht gegen Läden, die Smashburger verkaufen. Das Problem ist, immer wenn ein Hype da ist, dann kommen irgendwelche Leute, die ein bisschen Geld haben. Ich will jetzt auch nicht sagen, von wo sie ihr Geld haben. Und dann fängt jeder an, Smashburger-Läden zu öffnen. Und das ist das Problem. Du kaufst Billigfleisch, smashst es und verkaufst es. Jeder ist auf einmal Koch, jeder ist auf einmal Burger-Profi, jeder hat auf einmal Ahnung. Deswegen habe ich gesagt, ich fordere jeden deutschlandweit heraus. Ich nehme sogar Big Baba. Ja, und jeden als Gegner, ja, jeden als Gegner, ich als Team Big Baba, okay, 10.000 Euro gegen jeden, nehme ich es an, aber die Chefs, nicht irgendwelche Köche, guck mal, ich bin selber Chef, okay, und ich kann selber grillen, Meatballs, Garstufe Medium Rare oder Medium, jeder Laden kann gegen mich antreten, okay, ich fordere jeden heraus und 10.000 Euro, wer gegen mich gewinnt. Wenn einer mit Meatballs seit 250 Gramm Patty, ja, grillen kann, der Chef, egal von welcher Filiale, egal von welchem Konzept, kann gegen mich antreten. Richtig im Battle-Laude der King Sara hier. Ja. So, hier haben wir das Fleisch, das ist Dry Age gereift, ist von Black Angus Rindern. Ja. Und hier seht ihr auch die schöne Marmorierung von der Dry Age Reifung. Und daraus machen wir unsere Burger Patties. Ich schneide mal jetzt ein Stück ab. Der Fettgehalt ist auch perfekt für Burger. Das ist halt richtiges Steakfleisch, seht ihr auch. Wir haben eigentlich einen größeren Fleischwolf bei uns in der Produktion. Aber jetzt für Big Baba und Fabi ist gerade hinter der Kamera, wollte ich euch jetzt die Qualität vom Fleisch zeigen. Und wir haben hier unseren kleinen Fleischwolf. Aber hier seht ihr jetzt, wie geil das Fleisch aussieht. Daraus machen wir unsere 125 Gramm Patties für Smashburger und unsere 250 Gramm Meatballs werden aus diesem Fleisch gemacht. Im Kombidämpfer sind jetzt die Spare Ribs fertig, die Kalb Beef Spare Ribs. Schulde mal jetzt hier raus.
nach stundenlangem Schmoren. Boah, es ist extrem heiß. Damit jeder auch sieht, wir kaufen die nicht fertig, sondern wir machen die wirklich selber, ja? Guck mal, wie das noch dampft. Ich würde auch gerne jetzt mal die auspacken. So, ich verbrenne mir mal jetzt die Pfoten, ja? Okay, meine Lieben. So, was sagst du von der Farbe, Bro? Schon geistes. Sieht krass aus, wa? Ja. Voll. So, das ist mein eigen, also viele werden jetzt sagen, warum macht der, warum ist da Wasser? Das ist erstmal kein Wasser, sondern es ist ein Jus. Ja? Brühe, ne? Genau. Brühe ist eine Brühe. Was machen wir aus der Brühe? Aus der Brühe machen wir unsere hausgemachte Barbecue-Soße. Daraus machen wir nochmal so eine Soße halt für die Ribs, die man so eintun kann. Ja? Aber es ist ja an sich nichts Schlimmes, Fleisch in die Brühe einzunehmen. Nein, natürlich nicht. Weil gerade das nimmt schön den Geschmack auch auf. Genau. Aber jeder ist ja irgendwie Profi. Dann kommt der eine und sagt, ja, warum smoked it? Es gibt viele verschiedene Styles, weißt du? Ja. Bloß die Leute legen sich schon mal auf einer Sache fest. Aber es gibt viele, viele Wege, aber immer ein Ziel. Und das müssen viele verstehen. Was sagst du, soll ich dich schön angrillen? Hast du Bock, auf den Lavasteingrill die anzugrillen? Oder würdest du sagen, die würdest du so jetzt gerne essen? Genau so. Ich würde sie, glaube ich, jetzt so. Genau so? Genau so. Okay, alles klar. Soll ich die noch marinieren oder genau so lassen? Hast du sie direkt, weißt du, aus dem Ofen, direkt auf den Teller? So bekommt sie niemand, nur Big Baba und Fabi. Oder Fabi und Big Baba. Wie würdest du es empfehlen? Ich sag dir ganz ehrlich, so frisch. Hab direkt. Ich direkt ich selber Barbecue dippen. Die kochen wir noch mal kurz auf. Ja? Unsere hausgemachte Barbecue-Soße. Also für die jetzt versuchen, uns das nachzumachen, da für eine Barbecue-Soße brauchst du halt noch viel mehr. Weißt du, und für die Brühe kommen auch noch mal ein paar Geheimgewürze mit rein, natürlich. Man riecht auch, man kann es gar nicht beschreiben, wie würzig die Brühe auch riecht. Ne? Big Baba, Fabi und King Zaza sind Team-Intensivtester. Ich fordere Holle heraus, sich ein Team zusammenzustellen, okay? Team Holle, such den Namen aus. Ich fordere Luca heraus, dass er sich auch ein Team zusammenstellt. Und ich fordere noch Max heraus, sich ein Team zusammenzustellen. Wer besser am Lavasteingrill ist und bessere Meatballs, 250 Gramm grillen kann, perfekt auf den Garpunkt, auf die Garstufe. Wir holen unparteiische Zuschauer, die bewerten werden. Ja, nichts mit Freunde oder Bekannte oder bla bla. Einfach Menschen von der Straße, Zuschauer, die machen dann einen Test, ein Ranking, die sagen, ey, das hat mir am besten geschmeckt, weil es war besser medium gegrillt, das Fleisch war besser gewürzt, das Fleisch weiß der Geier, egal was. Wer Platz 1 gewinnt, kriegt von mir 10.000 Euro. So, wir haben jetzt nochmal Holdomaten die Ribs gewärmt. Es geht jetzt direkt ohne irgendwas mit Barbecue oder weiß ich was, sondern Natur. Das sind Natur-Ribs. Geht's jetzt los nach draußen. So, wir haben nochmal hier diese Brühe. Das ist die Ribs-Brühe. Die gibt's nur bei uns. Ja. Jetzt erzähl mir, keiner kann mir erzählen, dass er diese Ribs-Brühe hat, weil wir sind die einzigsten deutschlandweit, die diese Kalb-Ribs, ja, mit dieser Brühe verkaufen, weil es ist mein Geheimrezept. Und die hausgemachte Barbecue-Soße. Und Fabi war live dabei. Fabi hat's aufgenommen. Also wir erzählen keine Geschichten aus dem Paulanergarten. Oh, die fallen schon aus den Knochen, so wie es sein muss. Oh, wow, 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 schön. Sehr zart, also wirklich gut geschmort. Dieses Dieb, die wir vorhin bei den Tacos vermisst haben. Ja, ja, voll. Wir haben vorhin geheult, weil wir keine Brühe hatten, jetzt haben wir welche. Jetzt hast du mehr als genug. Hm? Gute Fleischqualität. Mir gefällt vor allem die Barbecue-Variante sehr. Schmeckt so auch. Geil, die Barbecue ist richtig geil. Ja, Rippchen ist schon was Geiles. Rippchen ist schon echt was Geiles. Bei aller Liebe, ich weiß, wie er immer übertreibt und immer eins nach dem anderen bringt, aber ist schon eine geile Sache. Das Fleisch schmeckt auch so sehr, sehr gut. Ja, ja, schön ist geil. Schön Brühe eingezogen. Ist schon top Quali. Boah, die Barbecue Sauce ist wild. Ja, die ist geil. Schön in die Brühe rein. Ich hab fast die Finger verbrannt gerade. Warum? Weil die Brühe heiß ist. Das ist schon was Geiles. Ja. Vor allem die Barbecue. Gefällt mir, hat mir richtig angetan. Voll. Das ist sowas, sind Handschuhe immer perfekt.
Ja. Weil du saust dich einfach nicht ein. Ich zieh sie gleich aus und alles ist, wie es gewesen ist. Ja, ist geil. Aber nochmal für die Zuschauer, guck mal. Du ziehst es einfach ab. Du ziehst es einfach ab komplett. Ist schon was sehr Feines, ist geil. Ja. Also ist auch sehr, sehr lecker. Man merkt, dass da Liebe drin steckt. So. Auf jeden Fall. Und es ist das Wichtigste am Essen. Aber die Rippchen sehr gut, sehr krass. Hast du probiert? Ja, ja. Und? Das ist krass. Darf ich euch kurz filmen, beide? Natürlich. Ach so, ihr habt schon gegessen, oder? Die Rippchen, ja. Achso, schade. Ja. Aber wir essen ja noch. Aber die Rippchen, also auch die Barbecue-Soße, die selbstgemachte, Feierabend. Das ist richtig geil. Das ist richtig krass, ja. Okay. Auch man merkt das Fleisch, dass es so lange in der Brühe war und so, das ist einzigartig, das ist geil einfach. Klar, du kannst es auch smoken und so, du hast ja auch schon gesagt, aber das ist eine andere Variante, eine geile, weil du hast halt diese saftige innen drin, also von der Brühe, diesen überhaupt nicht Geschmack. Trocken auch, wenn du jetzt ohne dieses nimmst, überhaupt nicht trocken, gutes Fleisch, aber mit der Barbecue-Soße, das Perfekte. Ja. Die wird ja in der Barbecue-Soße mariniert, hat ich vorhin am Anfang gezeigt. Du kannst halt drei Arten auswählen, also vier. Einmal Natur, was Fabi gewählt hat, weil er wollte, dass es nicht verfälscht ist von der Barbecue-Soße, also von dem Geschmack halt. Wir haben Natur genommen. Du kannst das mariniert nehmen mit Barbecue, also mariniert mit Honey Mustard. Barbecue, Klassiker. Fertig. Klassiker. Und du hast halt richtig scharf mit Habanero. Dadurch, dass du die Barbecue selber machst, ist das was ganz Besonderes. Und ich finde, Rippchen ist immer in Kombination mit Barbecue. Für die, die wirklich hart absolut kein Barbecue mögen, hast du natürlich gute Varianten, aber jeder, der Barbecue nimmt, mag, würde ich nur Barbecue empfehlen. Ja. Deswegen war mir wichtig, was Fabi, also deine Meinung war mir auch wichtig, aber Fabis Meinung war da auch für mich sehr, sehr wichtig, weil der richtig Ahnung, weil du hast ja auch schon selber gesagt, es gibt ja nicht so viele Kalbrips, ne? Gibt's nicht. Wenn ich meine... Achso doch, bei links haben wir lecker gegessen. Es gibt, Chicago Williams. Ja. Es gibt welche, aber das Ding ist, wenn ich jetzt meinen nächsten Brudi aus der Hood frage, lass mal Rippchen essen gehen, da sagst du mir, weil die essen das in der Regel nicht. Die kennen es nicht als Kalb oder als Rind. Die kennen es halt nur Schwein. Und das ist halt einfach die Realität so. Und das ist schon die perfekte Ergänzung dagegen. Wir machen jetzt ein Melt-Sandwich mit Smash-Patty. Das ist auch von dem gleichen Fleisch, okay? Auch Dry Age, Black Angus, Ribeye Fleisch, okay? Daraus machen wir aus dem Brioche-Toast ein Melt-Burger. 24 Stunden eingelegte Hähnchen in Buttermilch, also Buttermilch Chicken mit speziellen Gewürzen. Und daraus machen wir ein Chicken Melt Sandwich. Ja, Buttermilk Cheese Patty Melt Sandwich. Das ist wie, keine Ahnung, als ob du einen Aufsatz gerade sagst, weißt du? Klopper, wa? Crazy. Das ist schon mal ein Klopper. Boah, das nenne ich mal ein Chicken Sandwich, Alter. Der sieht wild aus, oder? Boah, unglaublich. Die Panade ist so crunchy. Von innen so saftig. Das Brot, perfekt. Ich bin gerade die Kombo mit der Gurke und dem Chicken und der Soße. Feierabend, Alter. Vor allem, ey. Richtig gibt es Doppelfleisch, Alter. Die Dinger haben richtig Gewicht. Aber richtig. Richtig, der Fleischgeschmack kommt durch. Was kommt noch jetzt? So, das ist hier der 250 Gramm Cheeseburger Meatball, ja? Classic. Genau, guck mal, wie der aussieht. Krass. Ich bin überwältigt. Oh, die haben Gewicht, die Burger, Alter.
Guckt euch die Bohnen an. Oh. Schon zu halbieren ist schon Straftat. Aber guck mal, wie zart das ist. Ja. Ist sogar Buttermesser, was du gerade schneidest. Ja. Aber guck mal, wie zart das durchgeht. Ja, ja, ja. Also hier hat richtig Beef-Geschmack. Also ordentlich Beef. Schön gebratene Zwiebeln, Käse. Ja, dass du jetzt halbiert habt, ist scheiße, aber ging nicht anders. Und das Chicken Sandwich, andere Level. Die Panade, brutal. Mit Gurke, Soße, die Kombo mit Käse, Feierabend. Eigentlich macht es noch Coleslaw mit rein, hausgemachter Coleslaw, aber wollte ich jetzt hier nicht machen, weil es verfälscht den Geschmack, ja? Nein, war deswegen, perfekt. Ja? Also wirklich krass, jetzt hier krass. Manche anfangen, ja, eigentlich macht man noch Coleslaw mit rein, weil es ja jetzt so Trend geworden, Coleslaw mit rein zu machen. Machen wir auch, habe ich nicht vergessen, aber wir wollen hier den natürlichen Geschmack haben. Brutal, brutal, Fabi, gib mir. Schicklich und gut. Brutal. Alter, bitte. Wow, 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 auf die hausgemachte Soße. Krass. Für mich, ich glaube, ich habe, glaube ich, noch nie so ein geiles Chicken Sandwich gegessen. Crunch außen, innen nicht zu trocken, diese geile Burgersoße, die so eine leichte Säure mit sich zieht. Dann dieses Brioche-Brot dazu. Wow. Das ist Classic Chips. Das Problem, was wir jetzt haben, Lunch, dass sie das auseinandergeschnitten haben, zerfällt der Burger. Ja. Das ist schon eine Ansage. Boah, mit der Barbecue-Soße kommt so geil. Aber das Chicken Sandwich hat alles hops genommen. Ja, voll. Ja. Ich muss sogar tatsächlich sagen, das war mein Favorit. So, das sind zwei Bacon Cheeseburger, Single Smash, Double Smash, also mit zwei Patties, A125, also 250. Das ist Nemo Steak. Ist mit Crunchy Chicken, Krautsalat, Gurken, Honey Mustard Soße und Käsesoße. Und das Fidel Castro Style ist richtig scharf mit Habanero Soße ausgemacht natürlich. Bacon und frische Jalapenos. Auf jeden Fall abgeliefert wie immer. Danke, dass wir hier sein durften. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Okay. Sehr gerne. Kommt zu Lilly Burger, Schlossstraße 32 in Charlottenburg. Checkt den Laden ab. Wenn ihr hier seid, sagt schöne Grüße vom Big Baba. Und ja, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zur nächsten Folge. Hey.